Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit dem Liskov Substitution Principle beschäftigen, das eben aussagt, dass wenn wir Objekte vom Typ T durch Objekte vom Typ S ersetzen, wobei S eben eine Subklasse von T ist, dann dürfen die semantischen Einschränkungen der Basisklasse von T von der Subklasse S nicht verletzt werden. Im Prinzip geht es bei diesem Liskov Substitution Principle um die Ist-Eine-Beziehung. Das heißt, wenn wir Vererbung bei unseren Klassen einsetzen, dann ist immer die Möglichkeit, dass eine Klasse nicht bloß eben über den eigentlichen Typen angesprochen wird, sondern eben auch einen Typen der Basisklassen, also über eine gewisse Basisklasse oder auch über ein Interface. Und damit man dieses Prinzip genauer versteht, mache ich jetzt mal ein sogenanntes Negativbeispiel. Dazu werden wir eben einen automatisierten Test schreiben. Wie automatisierte Tests gehen, werden wir uns in einem späteren Video noch anschauen, aber prinzipiell muss man eben, wenn man in Visual C Sharp ein Testprojekt machen möchte, kann man hier auf Test gehen und dann wählen wir hier ein Unit Test Project aus und ich nenne das eben Object Oriented Design. Das ist eben das Liskov Substitution Principle. Ja, wir sehen hier dann eben schon mal die Gruppstruktur, wie ein Test aussieht. Ich habe es auch schon mal in der Videolösung zu Übung 5 erklärt. Darauf möchte ich jetzt aber gar nicht hinaus. Ich mache hier jetzt erstmal eine neue Klasse, die eben Rechteck heißen soll. Und die statte ich mal mit der Fähigkeit aus, dass wir eine Höhe und eine Breite mitgeben können. Also ich habe hier einmal die Höhe. Hier geben wir eben einen Feldwert zurück. Hier haben wir einen Setter, hier überprüfe ich eben, ist dieser Wert für Höhe kleiner als 1. Wenn das der Fall ist, schmeiße ich eine Argument Out of Range Exception, ansonsten setze ich diesen Wert. Und genau das gleiche möchte ich eben auch für die Breite machen. Erstelle ich mir eben ein Feld, das Breite heißt, und auch hier überprüfe ich eben, wenn, hier habe ich natürlich einen Fehler gemacht, hier muss ich Value angeben. Und wenn dieser Wert passt, dann kann man hier die Breite setzen. Dann möchte ich noch auf dieser Klasse eine Methode haben, die heißt eben berechne Fläche. Und da ich hier ein Rechteck habe, muss ich ja eigentlich bloß die Höhe mal die Breite nehmen und dadurch bekomme ich eben die Fläche. So, ich mache jetzt diese Klasse fit für Vererbung, indem ich diese Eigenschaften hier virtual mache. Das heißt, die kann man in Subklassen überschreiben, wenn man möchte. Und eine solche Subklasse werden wir jetzt auch gleich hier hinzufügen drunter. Das nenne ich nämlich Quadrat. Ich leite hier von Rechteck ab und möchte hier eben die Breite überschreiben. Und ich möchte auch die, nicht Equals, ich möchte gerne auch die Höhe überschreiben. Warum möchte ich das machen? Naja, ein Quadrat zeichnet sich ja dadurch aus, dass es genau die gleiche Höhe und genau die gleiche Breite hat. Und ich mache mir hier noch eine private Funktion dazu. Setze Höhe und Breite mit eben diesem Wert, den wir bekommen. Und was ich hier mache, ist einfach bloß base.höhe ist gleich base.breite.
ist gleich dieser Wert, den wir hier bekommen. Und das rufe ich hier eben jetzt jeweils auf in den Settern. Okay, diese Felder brauche ich hier dann nicht. Und man könnte jetzt denken, okay, ein Quadrat ist eben eine Spezialisierung von Rechteck. Es ist eben insofern spezieller, als dass es immer genau die gleiche Breite und Höhe hat. Aber prinzipiell könnte man hier doch Vererbung einsetzen, wie eben hier gezeigt. Das heißt, wenn jemand versucht, die Breite zu setzen, dann setze ich eben nicht bloß die Breite von meinem Quadrat, sondern auch die Höhe. Und das mache ich eben hier in dieser Hilfsmethode, die ich in den jeweiligen Settern hier direkt aufrufe. Und damit ist eben jetzt meine Argumentation. Ich möchte jetzt hier eben sagen, dass ich hier diese Möglichkeit habe, dass das Rechteck jetzt hier eine Spezialisierung über das Quadrat bekommt. Und man könnte jetzt meinen, okay, kein Problem. Tatsächlich verstößt aber das Quadrat gegen eine Invariante vom Rechteck. Und das kann man sich am besten überzeugen, wenn man sich dazu eben mal ein bisschen Code schreibt. Oder Rechteck-Tests nenne ich diese Klasse. Da. Überprüfe, ob... oder wir nennen es vielleicht berechne Fläche, gibt richtiges Ergebnis zurück für Rechteck. So, und wenn wir diese Testmethode hier eben haben, dann können wir jetzt eben anfangen. Okay, wir erstellen uns mal ein Rechteck. Das nennen wir dann, wir nennen das direkt Rechteck, ist gleich new Rechteck. So, und dann mache ich mir hier eben eine Hilfsmethode noch mit rein, überprüfe Fläche. Und hier bekommen wir eben ein Rechteck übergeben. Das heißt, diese Funktion hier sagt einfach auf dem Rechteck, ja, die Breite soll bitte 4 sein und die Höhe soll bitte 5 sein. Und dann nehme ich eben an, dass bei Rechteck.berechne Fläche eben jetzt hier 20 rauskommt, weil ich ja in diesem Fall eben ein Rechteck habe, dass ich hier auf zwei verschiedene Werte setze. 4 mal 5 ist 20 und damit sollte jetzt dieser Test funktionieren. Das heißt, wenn ich hier überprüfe Fläche innerhalb dieses Tests mit meinem Rechteck aufrufe und dann mal hier diesen Code ausführen lasse, dann sehen wir, dass dieser hier oben eben die Überprüfung hier hält sozusagen stand. Ich mache dann eine neue Testmethode und hier nutze ich jetzt ganz einfach das Quadrat. Und man wird sich jetzt schon überlegen können, was ich jetzt hier natürlich mache. Und auch hier möchte ich natürlich überprüfe Fläche aufrufen, eben für unser Quadrat. Und jetzt sieht man eben schon, wenn ich jetzt diesen Test versuche auszuführen, der schlägt fehl. Warum ist das so? Diese Funktion, die hier eben ein Rechteck überprüft, die nutzt eben jetzt unterschiedliche Seitenverhältnisse und glaubt eben immer, okay, wenn ich jetzt hier ein Rechteck bekomme, dann kann ich mich auch an die Invarianten, also die speziellen Randbedingungen halten, die eben für das Rechteck gelten. Das heißt, ich setze jetzt mal die Breite auf 4 und die Höhe auf 5 und dann, ja, wenn ich ein Rechteck habe, dann muss ja eigentlich logischerweise dann 4 mal 5 ist 20 und damit sind wir eben jetzt hier mit dabei.
Das Problem ist jetzt eben hier wirklich, dass das Quadrat sich jetzt nicht mehr nach dieser Invariante von der Basisklasse verhält. Das heißt, ich kann nicht erst die Breite auf 4 setzen und dann die Höhe auf 5 und dann erwarten, dass eben dass die Fläche, die rauskommt, hier tatsächlich 20 ist. Das Problem, das beim Quadrat natürlich auftritt, ist, wenn ich die Höhe hier auf 5 setze, wird implizit auch die Breite auf 5 gesetzt und damit bekommen wir eben dann einen Wert von 25 und das sehen wir eben hier auch im Test Explorer hier unten, dass das hier die tatsächliche Fehlermeldung ist, die wir bekommen. Und es ist jetzt natürlich ein konstruiertes Beispiel von mir, aber wichtig ist eben, wenn wir von einer Klasse ableiten, dann heißt Spezialisierung in diesem Fall eben, dass sich das Quadrat zu jeder Situation genauso verhält, wie man es von Rechteck erwarten würde. Sonst sollte man keine Vererbung einsetzen in diesem Fall. Da wir jetzt aber eben hier einen Fall gefunden haben, wo das nicht der Fall ist, also wo wir hier eben sehen können, für ein Rechteck funktioniert es, wenn wir ableiten und unsere Quadratklasse nach diesem Schema eben implementieren, funktioniert es eben nicht. Dann sind wir hier eben an einem Punkt angelangt, wo wir das Liskov Substitution Principle tatsächlich verletzen. Wo tritt das auf? Na, wir sehen hier eben, wir haben hier eine Klasse, die eben eine Implementierung bereitstellt. Prinzipiell kann man hier aber seine eigene Implementierung einsetzen. Wenn Sie das ganz einfach nicht so machen, also dass Sie quasi nicht eine Basisklasse haben, die Logik bereitstellt und dann gibt es noch andere Klassen, die eben eine Spezialisierung davon darstellen und dann quasi hoffen, dass Sie das Liskov Substitution Principle nicht verletzen, dann bauen Sie ganz einfach eine Abstraktion. Also wenn wir hier eben sagen würden, okay, wir haben jetzt hier eben eine Rechteck-Abstraktion, dann oder eine Shape-Abstraktion, ganz unabhängig, ob das jetzt rechteckig ist oder ob das ein Dreieck ist oder ein Polygon oder was auch immer. Es gibt halt eben gewisse Möglichkeiten, hier dann eine Fläche zu berechnen und die unterschiedlichen Klassen, die dann von dieser Abstraktion ableiten, diese würden dann eben nicht gegen diese Invariante verstoßen, die wir es hier bei Rechteck und bei Quadrat oder beziehungsweise bei Quadrat eigentlich gemacht haben. Also das Einfachste, um dieses Problem zu umgehen, ist ganz einfach, dass wir vermeiden sollten, eine Basisklasse zu haben, die eine Standardimplementierung bereitstellt und dann eben Klassen davon ableiten, die versuchen zu spezialisieren. Dann haben wir eben relativ schnell, wie wir das hier jetzt gesehen haben, das Problem, dass wir vielleicht gegen das Liskov Substitution Principle verstoßen. Und hier dann eben diese Bugs zu finden, die ich hier in diesem Test gestellt habe, also wenn wir keine automatische Testsuite haben, die eben solche oder viele Fälle abdeckt, die wir eben in unserem Code sozusagen offenbaren können, dann haben wir wirklich ein schwieriges Problem, dass wir solche Probleme durch Debugging rausfinden. Also das Liskov Substitution Principle zu debuggen ist sehr, sehr schwierig. Und der Punkt, den ich eben als Lösung jetzt hier anfüge, wenn Sie solche Ableitungen machen, also Basisklasse stellt Implementierung bereit, Subklasse überschreibt irgendetwas und eventuell kommen wir damit dem Liskov Substitution Principle ins Gehege, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass wir eigentlich bloß eine Abstraktion bauen. Die könnte dann beispielsweise irgendwie so aussehen. Also ich würde es auf Englisch iShape nennen oder vielleicht auf Deutsch eine Form oder eine Gestalt, wie auch immer. Und da gibt es eben eine Methode drauf, die heißt bloß berechne Fläche. So. Und
von dieser Abstraktion können jetzt eben viele Shapes ableiten. Eben ein Rechteck, vielleicht ein Quadrat, vielleicht ein Dreieck oder eine Raute oder was weiß ich immer. Und ein Trapez. Und im Prinzip müssen eben alle diese Berechnefläche Funktionen bereitstellen. Aber wie das tatsächlich umgesetzt wird, ist dann eben Teil der jeweiligen Implementierung. Und so kann man am einfachsten meines Erachtens das Liskov Substitution Principle eben umgehen, indem wir wirklich Abstraktionen einsetzen, in denen keine Invarianten im Normalfall dann mit festgelegt sind, die es dann eben zu beachten gilt. Ja, damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Als Letztes werden wir uns noch mit dem Interface Segregation Principle im nächsten Video beschäftigen. Bis dahin sage ich vielen Dank nochmal und bis bald.